Welcome back to another German Food Review, and it's spaghetti time. Spaghetti a la carbonara from SGS. Okay, Trattoria Don Alfonso. Yeah, that stuff is from Kaufland. €1.99, I think. 400 gram calories in a second. With cheese, without flavor enhancer, without additional color, and without preservatives. Okay, without added preservatives. Okay, 400 gram and SGS Genieße Service. They make good stuff, so I guess it will be good. But we have to check that, right? Calories 600. Oh, 5 gram of salt. Okay, 600 calories. Why is it so high? Fat is not that high. Sugar is not that high. Carbs, okay. Yeah, noodles. Or spaghetti, for the microwave, of course, 600 watt, 3 to 4 minutes, okay. I should poke the foil, damn, I need a knife. Is there a knife somewhere? I'm not sure, anyway. Yeah, is there more? No. Okay, let's see, right. Yes, this stuff. Already mixed up, and here's my trusty Starbucks fork. Does that work? Nope, it does not. I damaged my Starbucks fork. That is not good. Okay, yeah. Let me check something. Where is the... That's a spoon. No, it's a knife. Knife. Ah, here's a proper fork. Okay, we have to use a McDonald's one. Whatever, fork for poking like this here. For stabbing. Alright, so. 4 minutes. No, that's it. Back in the sink. So, here it is. And yeah, it's a white box. And this plastic is very, very thin. Not very stable, but okay, it's just a box, right? But it feels really cheap. Anyway, so a little bit over 3 minutes. That's long enough. And here it is. You could see it. So, let's see. Yeah, there is the sauce with cheese. Sniff test. It also smells quite good. Okay, we forgot the calorie ingredients, right? But first of all, let's put it onto the plate. So it can cool down a little bit. Oh no, I don't want to waste the sauce. Come on, I want this. Oh, look at this, this is burnt. Is it burnt? I hope it is burnt. If not, oh boy. Okay. I have to lick this off later. Oh! Ding. Let's clean this up, right? There's another one, damn. Mmm. Yeah. Okay, let's cool this down a second. So, spaghetti 50%. And sauce carbonara 50%. Okay, there's cream in it and bacon 10%. Salt, of course. And your seasoning. And Zanktan, a thickener. Alright. Looks okay, I would say. Yep. Let's eat it, right? First of all, let's do a thumbnail and then it's eating time. So I hope it's cool enough, right? That will be the thumbnail. There is McDonald's fork in action. I got back up. Right, look at this, freshly wrapped. Let's eat it. So you can see a bacon piece. Oh, as you can see, it's quite hot. Maybe I should wait a little. Okay, let's try it. Yeah, damn SD card. I think I need a new one. Camera tells me it's too slow. Okay, anyway. Let's eat it. Okay, how to eat spaghetti properly? I have actually no idea. Here we go. There's definitely like cheese,
And I like the consistency from the spaghetti, and it's of course really salty. Well, it fits. The sauce could be a little thicker, I think. Would you agree on that one? Just a little bit, so it sticks more to the spaghetti. Anyway, let's get another fork full of spaghetti. Oh, it's warm. Right, here we go. I have to lift it over the camera. Not so easy. That's worth it. Yeah, okay, look, compare this here, right? I want this amount of bacon. And okay, could be more bacon and a little thicker sauce. But the spaghettis are nice. Nice flavor and nice consistency, so they're good. But the sauce could be improved. So here's a little bit of bacon on it. Here we go. Yeah. As you can see, here's the... Okay, it's... No, you can't see anything here. Yeah, a little thicker, please, SGS. Okay. Oh. I have no idea how to eat that. Yeah, please leave a comment. How do you eat spaghetti? Like I do? I hope not. Here we go. But overall, the flavor is fine. Right? And spaghetti are nice. No bad aftertaste or something like that. Yeah, that was... I don't know. A few years ago, there was a bad aftertaste sometimes. But now... Definitely improved, no bad aftertaste anymore in the convenience products, in most of them. Of course, there are a few not so good ones, but this is a good one, except the consistency of the sauce. And maybe they should print on instructions how to eat spaghetti properly. Okay, here we go. Now, sauce is nice and creamy a little bit. Right, feels good, but a little thicker. Okay. Like that here? No, I can't lift this over the camera, right? Then all the... Everything will be messed up. Here we go. Oh, it's tasty. Nothing wrong with that. Yeah, maybe a little more bacon, right? I mean, they promised that here. I want that, right? The spaghettis, they look actually the same. Right. More bacon, please. Yes, yes. Okay. One huge fork. Oh, doesn't work. Okay. Let's go with this one. Here we go. Yeah, I've got a spoon, right? Starbucks spoon. We don't want to waste this. Look at this sauce. Yeah. Tastes good, but it's not the best carbonara sauce yet, but it's still fine. I think the price was €1.99 for that. It's definitely okay. So one tiny fork more, and then German. Here we go. Thumbs up for SGS. And don't use a plastic fork to stab the foil. Doesn't work. Okay. You have to try it, right? Otherwise you don't know if it works or not. Thanks for watching. I continue in German. So. Es gibt Spaghetti à la Carbonara von SGS. Und die machen eigentlich ganz gutes Zeug. Meistens. Die machen auch für Penny und für, wie hieß der Typ? Schubeck, genau. Und so, die können auf jeden Fall gute Sachen machen. Ich glaube, ich hatte erst ein nicht so gutes Ding, irgendwie von Penny und welcher Eier. Wie auch immer, hier seht ihr das, hergestellt von SGS Genießer Service GmbH und Co. Wiesengrund 3. Lage Grundkamp. Okay, 400 Gramm, Gewichtsverlust durch Erhitzen, mehr.
Sehr hohe Kalorien, 600 für 400 Gramm Essen. Also das ist schon ziemlich hoch. Also sehr viel, okay, nee, 7% sieht jetzt nicht so hoch aus. Aber insgesamt sind es dann natürlich 28% Fett. Okay. Kohlenhydrate natürlich von den Nudeln und sehr viel Salz, aber das ist okay, passt schon. Eiweiß nur ist niedrig, okay. Was ist denn drin? Spaghetti, gegart 50%. Und was ist der Rest? Richtig, Soße 50%. Und da ist Sahne drin und Speck 10%. Schweinefleisch, so, da ist Schweinefleisch drin. Der Rest ist eigentlich nur so, ja, Gewürz und so weiter. Und da ist ein Verdickungsmittel drin, Xanthan. Sehr schön. Ja, das hier macht ihr natürlich nicht. Ihr nehmt das in der Mikrowelle natürlich. Das macht man nicht im Wasserbad. Die Energieverschwender. 600 Watt, 3 bis 4 Minuten. Das geht schnell. Ich habe 3 Minuten gemacht. Reicht locker aus. Ich denke mal, 2 Minuten würden auch reichen. Da muss man nicht so lange warten, bis es abkühlt. Okay, und die Folie muss man einstechen. Allerdings solltet ihr sie nicht mit einer Plastikgabel einstechen. Ich habe meine schöne Starbucks-Gabel zerstört. Guckt euch das hier an. Womit soll ich denn jetzt essen? Ja, ich habe noch ein Backup. Das ist eine McDonald's-Gabel und ich habe noch ein Backup-Backup. Das ist noch eine frisch eingepackte McDonald's-Gabel. Alles klar. So, was noch? Hier seht ihr noch was. Raffiniert, verfeinert mit Käse, ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbstoffe, ohne zugesetzte Konservierungsstoffe. Okay, so soll es aussehen. Ja, das sieht richtig gut aus. Schön viel Bacon. So viel Bacon ist da allerdings nicht drin. Leider, oder? Es sieht jedenfalls nicht so aus. Aber ich, oder? Nee. Da war niemals so viel drin. Ansonsten, ja, die Nudeln sehen schon ganz gut aus. Und früher hatten diese Gerichte immer so ab und zu mal Nebengeschmäcker und so. Ja, aber wir mal das hier überprüfen. Das erste, was auffällt, die Soße. Also es ist schön viel Soße da. Ja, ist hier nicht trocken oder so. Also es ist genug Soße, aber die ist ein bisschen dünn. Könnte etwas dicker sein. Nur einen ganz kleinen Tick dicker. Ansonsten. Das hier schon schön umrühren. Ja, und überall ist ein bisschen Soße dran. Jetzt werden wir mal kosten. Ich habe keine Ahnung, wie man richtig Spaghetti isst. Und mit einer Kamera vor der Schnauze geht es sowieso nicht so richtig, denn man muss das über die Kamera heben. Und das fällt sehr leicht runter. Here we go. Ja, die Spaghetti schmecken sehr lecker. Überhaupt keinen so Nebengeschmack oder so. Ja, richtig lecker. Die Soße schmeckt auch ganz gut. Ist jetzt nicht die beste à la Carbonara Soße. Es gibt noch würzigere mit demselben Salzgehalt und so weiter. Ja, könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Pep haben. Aber ist jetzt nicht so schlimm oder so. Schmeckt nicht schlecht. Schmeckt schon gut. Ich glaube, es hat 1,90 gekostet. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Vielleicht waren es auch 2,50. Ist auf jeden Fall aus dem Kaufland. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Gibt es nichts auszusetzen. Ja, hier ist noch Soße drin. Ich hoffe, dass hier aber was angebrannt ist. Und dann kann man natürlich noch ein bisschen Soße auslöffeln. Schmeckt ganz gut. Ja, Bacon, ein bisschen mehr Bacon vielleicht oder so. Also, oder ein anderes Bild darauf machen. Und etwas dicke Soße. Der Rest ist schon ganz okay. Kann man auf jeden Fall wegnaschen. Here we go. Ihr könnt es natürlich auch selber kochen, wenn ihr möchtet. Macht aber nicht. Oder? Macht ihr das? Müsst ihr ja eine richtige Packung Nudeln kaufen. Was macht ihr mit dem Rest? Keine Ahnung. Here we go. Schön eine Portion hier. Und schmeckt lecker. Gibt es nichts auszusetzen? Vom Geschmack her. Ja. Trattoria Don Alfonso. Okay. Milchzeugnisse, Schmelzkäse. Okay, das ist immer gut. Mal rein damit. Kennt ihr diese Suppe mit Hackfleisch und, wie heißt, nee. Hackfleisch und Wasser und so. Oh, mir fällt der Name nicht ein. Ha, keine Ahnung. Aber die schmeckt auch super. Keine Ahnung, ob es die abgepackt, abgepackt gibt. Ja, muss ich das mal kosten. Mal, wie heißt der, nee. Keine Ahnung. Here we go. Man schmeckt auf jeden Fall den Käse raus, finde ich gut. Ja. Einmal trauern, bitte.
Diese Gabel hatte ihren letzten Auftritt. Muss ich eine neue bekommen, irgendwoher? Ich weiß noch nicht woher. Alles klar, bekommt hier auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Kann man nehmen. Ist nicht die beste à la Carbonara, wie schon gesagt, gibt bessere. Aber schmeckt trotzdem lecker. Wenn man es greift, kann man es auf jeden Fall wegnaschen. Schmeckt nicht schlecht dran. Alles klar. Und macht es nicht im Wasserbad. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.